Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodem zu einem kleinen, ich würde mal sagen, Horrorspiel. Es steht als Horrorspiel ausgeschrieben im App Store. Ja, auch zu einem weiteren Applets-Test, zu einem weiteren App-Spiel mit dem Zwergenfürst. Distrained spielen wir heute. Pocket Pixel Horror. So, ich würde mal sagen, starten wir direkt mal ein neues Spiel und starten in den Horror-Part. Es wird ein bisschen länger dauern als die üblichen Applets-Tests, da es ein etwas umfangreicheres Spiel ist und eventuell auch sogar noch einen zweiten und einen dritten Part, vielleicht sogar einen vierten erfordert. Mal sehen. Und was so kommt, legen wir los. Das Spiel. Ich freue mich schon drauf. Ja. Meine Menschlichkeit stand zum Verkauf. Und ich verkaufte sie. In diesem Moment begann mein Abstieg. Dies ist meine Geschichte. Und dies sind die Dinge, die ich bedauere. Oh, super. Hier seht ihr schon mit A und B kann gesteuert werden. Nein, mit den Pfeiltasten hier wird gesteuert. Sieht schon ziemlich atmosphärisch aus. Das ist scheinbar eine Version zu einem Computerspiel. Es gab wohl schon eine PC-Version davon. Das ist jetzt hier die App für das Suche nach Mrs. Godwin. Ist dies die richtige Adresse? Nein, verschwinden Sie. Ich muss jetzt an die verschiedenen Türen klopfen. Jemand zu Hause? Wer ist da? Miss Godwin? Nein, sie wohnt nebenan. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nebenan ist vermutlich ja. Entschuldigen Sie, ich bin auf der Suche nach Mrs. Godwin. Sie ist nicht hier, gehen Sie weg. In dieser Wohnung ist es wohl nicht. Ich könnte schwören, sie wohnt hier irgendwo. Ja, ohne Zweifel. Es muss eine dieser Türen sein. Ich bin gerade erst angekommen. Okay, die Tür ist ja scheinbar nicht. Die auch nicht. Und die ja wohl erst recht nicht. Es riecht nach verwesendem Fleisch. Ich denke nicht, dass diese Tür richtig ist. Auf jeden Fall riecht es nach verwesendem Fleisch. Riecht nach Blaubeertorte. Dies muss die richtige Wohnung sein. Ich sagte Ihnen, dass sie nicht hier ist. Hier lebt. Madame, ich weiß, dass Sie es sind. Würden Sie mich bitte hereinlassen? Es tut mir leid. Kommen Sie bitte herein.
Okidoki, da ist wohl die Madame, die wir suchen. Madame? Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dieses tun muss, Madame. Können Sie mir nicht etwas mehr Zeit geben? Ich kann die Schulden bezahlen. Geben Sie mir eine Woche, bitte. Es tut mir leid. Ich hasse das. Aber ich muss Ihren Besitz finden. Aber wo soll ich hin? Dies ist alles, was ich habe. Es tut mir leid, Madame. Entschuldigen Sie, ich sollte nicht so heulen. Aber es gibt so viele alte Erinnerungen hier. Ich verstehe, Madame. Oh, wo sind meine Manieren? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Ich würde eine Tasse Kaffee nehmen, wenn möglich. Oh, natürlich. Geben Sie mir eine Sekunde, junger Mann. Ah, scheinbar sind wir hier so ein Gerichtsvollzieher oder sowas ähnliches. Ich könnte mich etwas umschauen. Oh. Es ist ein Schaukelstuhl. Jede Großmutter hat einen. Und das hier? Ich kann nicht gehen, selbst wenn ich wollte. Das ist ein Hochzeitsfoto von Mr. und Mrs. Godwin. Allerdings glaube ich, dass sie jetzt Witwe ist. Oh Mann, ich sollte das nicht tun. Okay. Alter Schwede, was, fließt da Blut? Habt ihr das gesehen? Da kam noch Blut von der Decke. Ach du Scheiße. Es tut mir leid, mein Lieber. Ich fürchte, dass ich keinen Kaffee mehr habe. Kann ich Ihnen etwas anderes bringen? Nein, danke, Madame. Hören Sie, Sie müssen bis Monatsende hier raus sein. Es tut mir wirklich leid, Madame. Nun, ich habe es nur mir selbst zuzuschreiben. Ja, ich muss jetzt gehen, Madame. Passen Sie auf sich auf. Warten Sie eine Sekunde, junger Mann. Vielleicht, wenn wir nur... Ach, egal, mein Lieber. Ich muss nun wirklich gehen. Passen Sie auf sich auf. Nehmen Sie wohl, mein Lieber. Okay. Dann würde ich schnell mal gehen. Ich hatte gerade Blut von der Decke geregnet. Hier bleibe ich ungern. Und jetzt schnell zurück zum Aufzug, würde ich sagen. Ich bleib hier nicht länger, als ich muss. Nichts passiert. Strom scheint da zu sein. Seltsam. Ich möchte hier nur weg. Oh, weia. Da ist doch eine Tür aufgegangen. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja, aber wie wir das kennen, Horrorspielen, machen wir das natürlich und gehen trotzdem rein. Wohnung 213, Wohnzimmer. Destrand speichert den Fortschritt nicht automatisch. Zu speichern setzt du die Speicherpunkte auf. Okay, ich speichere den Fortschritt. Oh, Checkpoint. Das heißt, jetzt kommt was. Oh! Oh, verdammt. Hier ist eine Notiz. Was kommt, das geht auch wieder. Scheiß drauf. Ida. Bah.
Blut an der Wand. Wohnung 213, Küche. Na dann. Was soll da? War das? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein alter Backofen. Okay, das erkennt man einigermaßen. Knack. Wohnung 213, Badezimmer. Oh, verdammt, es friert hier dran. Da ist etwas in der Badewanne. Oh, Resident Evil-like. Die Badewanne. Mal sehen. Das ist kalt. So. Du hast einen Eiswürfel gefunden. Das könnte nützlich sein. Drücke B und halte das Inventar, um zu öffnen. Also drücke und halte das. Ja, das ist ein Eiswürfel. Drücke A, um den Gegenstand auszuwählen, den du gefunden hast. Ja, Eiswürfel. Ist der Gegenstand ausgewählt, so wird Price versuchen, seine Interaktion mit der Badewanne zu verwenden. Okay. Ich lege das nicht dort zurück. Möchtest du suchen oder Objekte und Umgebungen untersuchen, öffne dein Inventar und wähle ein näheres Gegenstandsfeld. Versuch erneut die Badewanne zu untersuchen. Ich brauche keinen anderen Eiswürfel. Ja, ist logisch. Raus hier, vielleicht können wir den Eiswürfel später noch einmal verwenden. Und was ist hier? Leer. Das ist ein alter Backofen. Ich weiß. Gehen wir da mal wieder raus. Ein Badezimmer ist das. Hier sind wir in der Wohnung Küche. Hier ist das Badezimmer. Ach, da kamen wir gerade her. Da haben wir den Eiswürfel. Ja, aber was mich mal interessiert, wie komme ich aus der Küche wieder raus? Muss ja irgendwie gehen, durchs Badezimmer vielleicht. Ich bin ja hier reingekommen, wie soll ich... Ich muss doch irgendwie reingekommen sein. Auf demselben Weg muss ich doch wieder rauskommen. Ich brauche keinen anderen Eiswürfel. Das ist mir ein Rätsel. Ich muss nicht pinkeln. Pink. Dann geh trotzdem pissen. Ah, da scheinbar eine versteckte Tür. Oh, scheiße. Das Blut an der Wand. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, und wo finde ich jetzt den Schlüssel? Ich würde ihn ausschalten, wenn er einen Ausschalter hätte. Ein laufender Fernseher. Okay, ich speichere den Fortschritt. Ah. Da brauche ich einen Schlüssel für.
Seltsam. Geht's da weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Ist ein Rätsel. Und der Lärm kommt von dem Fernseher aus. Kann ich das Blut untersuchen? Oh, verdammt. Hier ist eine Notiz. Was kommt, was geht auch wieder. Scheiß drauf. So, dann würde ich mal sagen, wird dann auch mal, hier gibt es keine versteckte Tür. Und das ist die Badewanne. Ja, dann würde ich das jetzt mal hier beenden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Däumchen nach unten sollte das nicht der Fall sein. Nichts Interessantes hier. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Applets-Test. Oder gar den nächsten Part soll es den geben, verpassen wollt, dann ja, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Ich fand das jetzt hier sogar einigermaßen gut. Also es ist wirklich mehr vom Horrorgrad her ein Resident Evil Typ, nicht so ein Eis-Dies-Bunken, was wir letztes Mal gespielt haben. Ja, dann haut rinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.